6 mal 6 und 3. Wechseln, wechseln, wechseln. Ach nein, ich habe einen Fehler gemacht. Shit, 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 shit. Bin noch so knapp dran. Jetzt habe ich alle großen Zahlen nach oben getan. Jetzt muss ich irgendwie machen, dass ich 13 weniger habe. Nee, nur 11. Was laber ich? Ich habe hier 3, 3, 6 und 10. Und stelle fest, irgendwie kriege ich das nicht auf 11. Nö, das kriege ich nicht auf 11. Definitiv nicht. Egal wie ich es drehe und wende. Das krieg ich nicht hin. Das ist scheiße. Leute, das ist richtig scheiße. Wartet, ich schreibe mir einfach hier nochmal eine Reihe auf. Wo ist die 15er Reihe da? 15, 12, was hab ich sonst noch gedacht? 9 und 3, ne? Ne, 2, 5. 5 und 2. Ich ordne die mal nach den Größen entsprechend. Ne, dumme Idee. Einen aus jeder Gruppe habe ich immer gesagt. Genau, hier ist 3 und 4, das ist nicht in einer Gruppe. Ist okay, 11 ist okay. 15, 11. Hm. 15, 12. Hä? Bin ich verwirrt. 15, 12, 5, 2. Ja. 15, 12, 5, 2. Okay, probiere ich das nochmal in der anderen. Wenn ich jetzt hier mal die 10 nach oben. Ich finde 10 runter, 10, 7, 4, 13. Fange ich hier an, nehme diesmal die aus der... Nein, einen runter. Der Gruppe 8, 3, 14, 9. Und jetzt aus der letzten fange ich mit der, aus der kleinsten Gruppe an. Jetzt mache ich hier nur noch einen Unterschied von 4 rausschlagen. Hm. 2, 6, 9, 13. Oh komm ey, das hat doch fast gut geklappt. Hm. Hmm. Didn't work either. Wo sind die 2? Da. Jetzt hätte ich die Reihe wieder, die Reihe, die Reihe. Hier ist wieder ein zu viel, hier wieder zu wenig. Dann würde ich so schwupp wechseln. Dann fehlt hier wieder ein Unterschied von 4. Welchen ich mal wieder nicht hinkriegen kann. 9, 7, 11, 7. Nein, außer ich vertausche den 11 und den 7er. Jetzt ist der Unterschied. Genau, jetzt soll ich 11 machen. Oh, fuck, ey. Endlich! Goddammit, was für ein schwerer Scheiß, ey.
Lass mich hier nochmal kurz. Das ist eigentlich irgendwas. Ja, ja. Nein, Maus. Ich will wissen, ob es eigentlich irgendwas bringt, hier ein bisschen rumzudrehen. Was bringt dieser? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es bringt. Aber mein Gott, nee, ich habe endlich dieses Scheißrätsel gelöst. Es scheint auf ganz einfachen Prinzipien erbaut zu sein, aber ich hatte jetzt echt keinen Bock, die alle rauszufinden. Ich habe auf jeden Fall schon mal das hingekriegt, damit ich so richtig wusste, was in welche Reihe kommt. Fällt mir gerade ein, hätte ich das nicht einfach von Anfang an so gucken können. Also ich habe ja irgendwie schon rausgefunden, wie das halbwegs zusammengegurgelt werden muss. Aber okay. Na stimmt, da geht's ja nicht lang. Ich gehe diesmal wieder hier durch. Denn es gab ja noch eine andere Tür, die ich nicht hatte. Hier direkt rechts bin ich ja gegangen. Diesmal gehe ich hier links. Wo lande ich denn hier? Ah, in die Restaurant. Da ist die Tür und ich gucke in Tür. Ich brauche einen Schlüssel für Tür. So wie es aussieht. Yep. Ich brauche einen Schlüssel. Ein Koffer. Den ich wieder nicht mitnehmen kann. Ich kann ja auch nichts machen. Nein, gar nichts. Nettes Graffiti. Ja, nee, ist klar. Das ist mal wieder super wichtig. Aha, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich's. Ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Auf jeden Fall ist sie in der Sackgasse. Ich frag mich nicht, was die wollen. Ich habe gerade so keine Ahnung. Auf. Warte mal, ich kam von... Ne, von da kam ich doch. Da muss ich hin. Ich könnte jetzt auch den anderen Weg nehmen, aber ich würde gerne mal nachher noch wissen, wofür das hier gut ist. Hello my friendo, can you tell me about this? Ach ja, stimmt, kann er nicht. Boah. Nein, Wanderer. Du musst sicherstellen, dass der Runenstein auch zu dem Umwandler passt. Die Umwandler nehmen nicht jeden Runenstein an. Sei vorsichtig. Du spielst mit deinem Leben. Ich kann dir doch nicht verrecken. Wegen dir. Dann keinen Plan, was ich machen soll. Außer erstmal weiter gucken und jetzt erstmal weiterlaufen, denn jetzt sollten ja auch die... Hey, stimmt, hätte ich... Ah, stimmt, ich hätte unten in dem Raum doch auch auf dem Schalter drücken können und gucken, was passiert. Schade. Naja, hier ist auf jeden Fall wieder schön Licht. Da ist die Tür, in die ich rein will. Rabbit, Rabbit. Gucken wir einfach mal nach dem Fahrstuhl. Klick.
Sie sehen? Sehen Sie nichts? Für einen Moment habe ich gedacht, da hat jemand eine Waffe gezückt. Ach ja, hier bin ich ja wieder. Oh, zum Schwimmbad. Natürlich, mein Lieblingsort ist natürlich wieder zu. Ich renne dann nochmal ganz schnell wieder zurück und drücke auf den Knopf. In der Hoffnung, dass es vielleicht was bringt. Okay, immer noch nichts. Wenn ich irgendwie einen Tipp bekommen könnte, so nach dem Motto, du müsstest jetzt vielleicht mal da und da hingehen oder irgendwas machen, wäre nett. Hat bestimmt noch irgendwas mit diesem komischen Ort zu tun. Oder war ich hier überhaupt der Schalter oder? Maus. Okay, hier scheint irgendwie doch kein Schalter gewesen zu sein. Ich halluziniere schon. Ist ja gut. Ist ja geil. Jetzt alles einmal gedreht. Wahrscheinlich wird immer noch nichts passiert sein. Ich kann nicht mal zurück, weil er die Kamera nämlich so weit runter dreht. Das ist wohl gerne eine nette Perspektive, aber hier, ich will dich mal da reinstecken. Den? Nein, Wanderer. Du musst sicherstellen, dass der Runenstein zu dem Umwandler passt. Die Umwandler nehmen nicht jeden Runenstein an. Sei vorsichtig. Du spielst mit deinem Leben. Okay, seit wann ist so ein Ding eine Art Umwandler? Oh, Alter, das Geräusch ist doch... Oh, Qual für die Ohren, ey. Geldautomat. Funktioniert doch jetzt eigentlich wieder. Will Geld abheben. Dann hoffen wir mal nur, dass oben dann die Tür auf ist. Da können wir uns vielleicht einen Kaffee, Kaffeeschen ziehen. Nein? Lame. Hier rum war ich glaube ich noch gar nicht. Okay, hier kann ich auf jeden Fall schon mal nichts. Außer Betrieb. Jupp, das ist eindeutig. Da kann ich auf jeden Fall schon mal nichts machen. Ich kann nicht mal... Oh, ey, dieses Geräusch mal jetzt. Kling, 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 kling. Ah. Neue Steinchen. Legen wir wieder drauf. Jetzt habe ich zwei. Diesen Bereich bitte immer frei halten. Ja, das ist eine Wand. Die kann man nicht wirklich... Naja, versperren. Oh, hier war ich noch nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, safe.